Ja, servus und hallo, willkommen zurück bei Hello Neighbor. Wir sind endlich im Finale des Spiels angekommen. Das möchte ich euch heute zeigen, wird richtig, richtig cool. Wie schon gesagt, ist es mal, ja, nochmal was ganz anderes jetzt irgendwie. Und ja, wir sind im letzten Part ja durch den Keller durch, haben den Nachbarn noch abgehängt und sind hier in das Kinderzimmer des Jungen rein. Ich habe ihn hier auch, der war hier als Pappkamerad schon rumgestanden, habe ich umgeworfen. Und ja, jetzt schauen wir doch mal hier, was es hier am Fenster so zu sehen gibt. Und dann seht ihr schon, wir sind quasi hier ja im Zimmer drinnen, wir sind allerdings mini klein, ja, oder der Nachbar ist entsprechend viel größer geworden, eins von beiden. Schaut hier rein und jetzt schreit er und wird richtig aggro, weil er uns gesehen hat. Ja, wir sind hier wahrscheinlich so in seinem Puppenhaus. Und ihr seht, wir sind hier wirklich mini klein, der Nachbar riesengroß. Und schaut mal, was er oben drauf hat. Der hat ein Haus auf dem Rücken drauf. Und in dieses Haus müssen wir rein. Oh, hier fallen noch jede Menge Sachen runter. Und ihr seht, hier ist alles Mögliche aufgebaut. Ja? Wir haben hier Riesenwände irgendwie, alles riesengroß. Oder die meisten Sachen zumindest. Und ja, um in dieses Haus oben reinzukommen, ihr seht, da oben ist so ein kleiner Balkon, auf den müssen wir quasi so rübersegeln. Das klappt aber nicht, solange der Nachbar hier noch so, ja, rumsteht. Das heißt, den müssen wir erst ein bisschen, genau, müssen wir ein bisschen kleiner machen quasi. Und dafür gibt es ja mehrere Wege, beziehungsweise wir müssen mehrere Schritte durchlaufen. Und der erste wäre hier ganz nach oben zu gehen. Das Problem ist, ich zeige euch das kurz. Hier hinten ist ein Toaster. Und mit dem Toaster kann man sich dann bis ganz nach da oben schießen. Allerdings, ihr seht schon, hier ist ein Kabel und so weiter. Der Toaster ist noch nicht an. Ja? Das heißt, wir müssen uns jetzt hier irgendwas suchen. Ich nehme vorzugsweise immer den Basketball, wenn ich ihn finde. Nein, der liegt da hinten. Den kann man sich natürlich auch gleich schnappen, wenn man noch im Raum ist. Dann muss man da hier nicht so rumsuchen. Und das muss man hier halt so ein bisschen ausprobieren. Also meistens ist es gut, wenn man so ein bisschen drunter hält. Und es hat geklappt. Ausgezeichnet. So, Ball brauchen wir nicht mehr. Der Toaster ist an. Und ihr seht hier schon, ja, Regenschirm. Ja? Und zwar gibt es die nämlich ganz da oben. Und da sage ich euch auch gleich, da werde ich wahrscheinlich auch schneiden müssen. Denn das ist ein bisschen tricky. Wir gehen hier hoch. Hier ist übrigens dann auch ideal, den Doppelsprung zu haben. Klettern hier rüber. Dann haben wir hier den Toaster, den wir gerade eingeschaltet haben. Und da gehen wir jetzt rein. Lass uns nach oben schießen und wenn man hier ist etwa, so ein bisschen nach vorne drücken. Ja, weil wir müssen so leicht hier rüber segeln. Ja, wenn man das nicht macht, dann fällt man einfach nur stumpf wieder runter. Und hier gibt es so eine Plattform. Die kann man hier mit dem Schalter hier einschalten. Weil wir müssen in dieser Röhre bis ganz nach oben in den Raum. Ja, das Problem ist, oder das Hauptproblem an der Stelle, das Ding hier zu treffen. Ja, weil wenn ich jetzt hier einschalte, und es hat geklappt! Ich glaub's ja nicht. Ich habe hier schon, bin hier schon verzweifelt an der Stelle. Dementsprechend war ich mir sicher, ich werde hier schneiden müssen. Ja, ausgezeichnet. Wenn man es oft genug übt, irgendwann klappt das dann auch. Können hier noch so ein bisschen rausschauen. Wir fahren jetzt, wie gesagt, in dieser Röhre bis ganz nach oben. Da kann eigentlich auch nicht so viel passieren. Also man bleibt hier einfach so ein bisschen in der Mitte stehen. Dann passt das schon. Und hier oben, ja, haben wir dann jetzt hier nochmal so ein Haus. Ja, ein Fenster und so weiter. Und zum Glück, ja, da dachte ich das erste Mal, oh nein, ich habe nichts, ja, zum Werfen oder so. Ja, zum Glück stehen hier Sachen. So, bumm. So, oh, oh, oh. So, wir gehen hier rein. Und hier gibt es auch nicht wirklich viel, außer nochmal einen Schalter. Und da müsst ihr ein bisschen gucken. Ich meine, es ist nicht so schlimm. Wenn ich den jetzt umlege, fallen von oben, also der Boden geht, hier löst sich quasi alles auf. Das fällt alles runter und von oben kommen auch Schirme. Mit ein bisschen Glück erwischt man einen, während man nach unten segelt. Wenn nicht, mein Gott, ihr klatscht unten auf. Seid wieder an der gleichen Stelle und nehmt euch einfach den Schirm oder einen der Schirme. Ja, gut, und jetzt hat uns ein Schirm erschlagen anscheinend. Ja, aber gut, ich habe den Schirm noch erwischt. Und ihr seht, hier kommt jetzt alle runtergefallen.
merkwürdig. Also das ist mir noch nie passiert. Meistens entweder man erwischt einen Schirm oder man oder halt nicht, aber dass man hier vom Schirm hier erschlagen wird, das habe ich noch nicht erlebt. Ja, genau. Schirm ist ganz wichtig, weil mit dem können wir jetzt nämlich in die anderen Ecken rüber segeln. Jetzt muss ich nur kurz überlegen. Ich glaube, wir müssen... Wo müssen wir denn hin? Wir müssen eigentlich erstmal... Wie war denn das? Die Bahn starten? Ich glaube, wir müssen die Bahn hier erstmal starten. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Wie war denn das? Ah, ist auch schon wieder eine Weile her. Aber hier müssten wir eigentlich so hinkommen. Na? Na? Ah, nee, die hatte auch einen Schalter, Leute. Die hatte einen Schalter. Wo war denn das jetzt? Das war da drüben irgendwo. Gehen wir hier nochmal rüber. Hier ist doch ein Kabel. Da müssen wir da hoch, oder? Kann das sein? Ach, ich probiere das jetzt einfach mal. Müssen wir jetzt mal kurz ausprobieren. Hilft nichts. Und hier wüsste ich, weiß ich jetzt auch nicht. Also ohne Doppelsprung, glaube ich, macht es hier auch wenig Spaß. Genau, hier ist der Schalter. Wir starten die Bahn. Ja, die fährt hier lustig ihre Runden. Und dann rast die hier oben bam in das Haus rein, macht es kaputt. Und das ist ganz wichtig, weil ansonsten kommt man hier nicht rein. Wir müssen nämlich jetzt da oben rein. Und zwar gehen wir hier wieder zurück. Gehen zurück. Und ja, ein weiteres Mal in den Toaster. So, hier wieder über die Taschenlampe hoch. Ja. Ja, das hasse ich, wenn hier überall die Schirme liegen. Da wird man gern mal irgendwie so ein bisschen abgelenkt und landet dann nicht da, wo man eigentlich hin wollte. So, wir sind hier. Da liegt auch ein Schirm. So. Toaster Action! Ja, ausgezeichnet. So, wir fliegen wieder hier hoch. Ja, und ihr seht, hier unten ist das Haus. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir das von hier aus schaffen. Doch, müsste eigentlich gehen. Weil es gibt da noch hier das Grammophon, da kann man noch so einen Zwischenstopp machen. Aber hier zu dem Haus müsste das auf jeden Fall locker reichen. Genau, da können wir jetzt hier runter. Und hier ist nämlich nochmal eine Geburtstagsparty. Na komm. Und zwar nehmen wir uns da allerdings kein Kuchenstück, sondern diesmal nehmen wir uns eine Kerze mit. Und was wir mit der Kerze machen, zeige ich euch gleich. Denn wir haben hier unten, war ja auch erst Silvester, eine Rakete. Ja, und mit der können wir, die zünden wir hier an, hier unten. Und die fliegt jetzt ihm schön hier nach oben. Jetzt sieht er nichts mehr oder so. So ein bisschen verwirrt, der arme Nachbar. Und jetzt können wir darüber, ja. Ich finde, muss auch dazu sagen, dass ich finde das Level ein bisschen gemein. Weil der Nachbar, ganz ehrlich, hat hier irgendwie die Familie verloren. Und jetzt wird er hier noch so gequält von uns. Aber es ist halt das Finale. Und man, wenn man jetzt irgendwie ans Ende des Spiels will, muss man ihn halt hier dann so malträtieren. Das hilft alles nichts. Müsst ihr euch bei den Entwicklern beschweren, was die sich denn dabei gedacht haben. So. So, Schirm nochmal aus. Jetzt fliegen wir nämlich hier rüber. Und ich mache hier immer auch gerne nochmal einen Zwischenstopp. So. Dann können wir nämlich hier rüber fliegen. Wie gesagt, die Kerze haben wir noch in der Tasche. Ja, die brennende Kerze. So. Und zwar haben wir hier nämlich diesen Bogen. Und da ist auch wieder ein Seil, was wir jetzt hier mit der Kerze durchbrennen können. Bam. Ja, und es tut mir schon ein bisschen leid. Der arme Kerl. Und jetzt kriegt er hier nämlich noch mit der Ballmaschine einen von Latz. Das heißt, wir müssen hier nochmal hoch. Ja, dem geht's gar nicht gut. Und es tut mir auch echt leid.
Es tut mir echt leid. So, wir rennen. Ah, ich liebe es, mit dem Schirm zu rennen. Das ist richtig so. So. So, Doppelsprung. Hier hoch. So. Wieder in den Toaster. Ich glaube, man kann eigentlich auch gleich darüber. Bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, das müsste auch gehen. Brauchen wir gar nicht ganz nach oben. Gehen wir direkt hier hin. Ja, und da fliegen wir jetzt so ein bisschen nach oben. Ich meine, nach vorne. Wir brauchen nur einen von diesen Bällen. Es liegen ein paar mehr da. Liegt natürlich auch daran, wenn man das erste Mal macht, weiß man hier vielleicht auch nicht, was man tun muss. Und wenn man zuerst die Bälle schießt, dann bringt es nichts. Ja, der muss quasi hier erst so kniend am Boden sein. Sonst gehen die Bälle da quasi ins Leere. Und da rollen wir jetzt einen hier zu dieser Ballmaschine. Und dann kriegt er den nämlich noch ans andere Knie. Bam. Und jetzt ist er unten. Und jetzt, ja, ist auch das Haus weiter unten. Das heißt, jetzt kommen wir an das Haus ran. Allerdings müssen wir dafür nochmal zum Toaster. Zum Glück können wir da jetzt so ein bisschen reinsegeln. Geht's ein bisschen schneller. So. Und jetzt wollen wir nochmal ganz nach oben. So. Und ja, also ich wie gesagt, ich mach's immer hier mit Grammophon. Ich glaube, man kann es auch gleich. Ach komm, wir probieren's. Nee, man kommt auch gleich hier rüber. Man könnte auch hier nochmal einen Zwischenstopp machen, ja, auf dem Ding hier. Aber meistens klappt es dann doch. Ich meine, der bewegt sich auch immer so ein bisschen, ne? Das ist so ein bisschen tricky. Da muss man ein bisschen gucken. Aber eigentlich, oh Gott, war knapp. Eigentlich sollte es klappen. Ja, und es hat auch geklappt. Wir sind im Haus. Und ja, das... Nee, wir sind noch nicht im Haus. Wir sind, genau, wir haben noch eine Cutscene. Wir haben noch eine Cutscene, die ich übrigens auch besonders cool finde, hier mit diesen Bildern, die hier runterfallen, oder mit diesen Suchbildern. Ja, das sind ja die, die man im ersten Part schon draußen gesehen hat. Die waren ja überall, war alles plakatiert mit diesen Dingern. Und der hat ja immer noch Berge, ja. Jetzt schauen wir einfach mal. Er sucht seine Kinder. Und das ist für mich so ein bisschen das Verwirrendste. Es gab den Unfall... wo wahrscheinlich ja die Frau irgendwie... aber er sucht seine Kinder. Wieso sind die Kinder dann weggerannt? Das verstehe ich nicht. Und er macht ja auch... Er macht diese Dinger ja dran. Ja, ist jetzt nicht so, dass... Ja, ihr seht, hier ist auch der Schatten jetzt wieder. Ihr seht, also er hat diese ganzen Dinger hier gedruckt, hängt die überall, plakatiert alles damit zu. Das heißt, er sucht wirklich seine zwei Kinder. Ja, und das verstehe ich nicht so ganz. Also das ist wirklich so ein bisschen merkwürdig. Weil am Anfang dachte man ja, oh Gott, der hat irgendwie Kinder verschleppt in den Keller. Oder er hat sie, vielleicht hat er sie auch einfach eingesperrt, weil er Angst hatte, hier, der Frau ist schon was passiert, dann soll den Kindern nichts passieren. Und dann sind sie abgehauen vielleicht. Ja, und deswegen sucht er die jetzt. Das kann natürlich auch sein. Es gibt da diverse Theorien. Da oben ist auch wieder so ein Rabe auf dem Busch. Ja, auf jeden Fall, er ist hier ziemlich am Ende. Der Schatten ist wieder da, beobachtet ihn. Und ja, wir gehen hier durch und kommen jetzt zum wirklich letzten Part des Spiels. Zumindest momentan. Ich, ganz ehrlich, ich hoffe, dass sie da noch ein paar DLCs nachreichen werden, damit man da noch ein bisschen noch andere Sachen erlebt. Und ja, wir sind quasi wieder im Haus. Es sieht alles nochmal ein bisschen anders aus. Die Spielmechanik ändert sich jetzt auch gerade nochmal. Werdet dann sehen im nächsten Part, wenn wir uns wirklich den allerletzten Teil von Hello Neighbor anschauen. Freut euch drauf. Ja, ich finde das Ende extrem cool. Insofern vielen Dank fürs Zuschauen und vielleicht sehen wir uns ja im letzten Part. Also, Servus! We'll be right back.